Genau, es ist für mich ein einzigartiges Dilemma, in dem sich Rampenwörter zu befinden. Und deshalb haben wir das hier mal in einer gewissen Form dargestellt. Ich bitte mal den Jungbauer Max auf die Bühne. Jungbauer Max. Ja, herzlich willkommen. Ein Applaus für Jungbauer Max. Jungbauer Max muss in seinem Leben viele Entscheidungen treffen. Und das hat ihn ziemlich schwer gemacht. Denn es gibt Teufelchen und Engelchen. Da kommen sie. Ah. Genau, ich übergebe mal das Mikro in dieser schwierigen Stunde. In der lebendigen Natur geschieht nichts, das nicht in Verbindung mit dem Ganzen steht. Wie alles sich zum Ganzen webt, eins im anderen wirkt und lebt. Johann Wolfgang von Goethe. Ja, und wieder eine Biogasanlage verkauft. 2 Megawatt, nicht schlecht für den Anfang. Und die 1500 Hektar, die kriege ich auch noch. Dann gehört der ganze Oderbruch mir. Und was freue ich mich über meinen neuen Hochglanzmassenstall. Der hat die Kapazitäten von 380.000 Hähnchen pro Durchgang. Und diese Investitionsförderung. Und es ist keiner dabei, der meine Wege durchkreuzen wird. Die Mark Brandenburg hat nicht nur Fontane gut gefallen. Und dann, zack, zack, die Rübe ab, auf nach Wietze. Denn dort im schönen Niedersachsen steht er, Europas größte Hühnchen-Schlachtanstalt. Diese hat Kapazitäten von 430.000 Hühnchen pro Tag. Diese Industrie, logistisch einwandfrei. Genau so und nicht anders funktioniert die Landwirtschaft der Zukunft. Es ist so ein Quatsch, wie das Hühnchen im anderen lebt und das Megawatt zum Schlachthof geht. Da frage ich mich doch, wenn ihr etwas über Landwirtschaft wissen wollt, wieso fragt ihr denn da nicht den Landwirt? Wollt ihr wissen, wie ich mir anständige Landwirtschaft vorstelle? Ich möchte eine Landwirtschaft, die vielfältig ist, in der Leute leben und arbeiten können. Eine Landwirtschaft, die unabhängig ist, die in regionalen Kreisläufen wirtschaftet und für die nächste Generation mitdenkt. Ich möchte eine Landwirtschaft, in der Wälder gepflanzt werden, die man nicht selbst beerntet. Und der Boden fruchtbar erhalten wird, länger als man ihn selbst beackert. Ich möchte, nein, ich fordere, dass das Saatgut wieder den Bauern gehört. Und ich fordere, dass Brot mehr wert ist als Biogas. Wir denken nicht in Quartalen und wir brauchen endlich rechtliche Grundlagen, um langfristig planen und rechnen zu können, die uns erlauben, ökologisch und sozial gerecht zu wirtschaften, um nicht die Zukunft zu verspielen. Aber wie soll ich denn weitermachen, wenn andere dreimal so viel Pacht zahlen können?
wenn Biogas mehr Subventionen erhält als jede noch so gute Umweltleistung? Wie soll ich denn da weitermachen? Wolfi, mach dich nicht kaputt. Eine moderne Landwirtschaft funktioniert so nicht. Du musst das mitnehmen, was dir zusteht. Wachsen und nicht weichen, das ist ihre Devise. Mein Tipp, Pute, und zwar ganz ohne Fett. Das Einzige, was fett wird, ist dein Geldbeutel. Und Wolfi, denk mal nach, wie willst du dich um die nächsten Generationen kümmern? Schau du erst mal, dass du die nächsten 2 Jahre über die Runden kommst. Aber Wolfi, lass dir keinen Floh ins Ohr setzen. 2 Jahre, was sind schon 2 Jahre in der Landwirtschaft? Das ist nichts. Auf dich kommt es jetzt an. Du musst den Mut haben, weiter zu denken. Nicht nur an den kurzfristigen Profit. Denk an den Boden, auf dem du ackerst. Der ist nicht in 2 Jahren so fruchtbar geworden. Du musst jeden Tag daran denken, dass der Boden die wichtigste Grundlage ist, von dem alles Leben abhängt. Es ist deine Aufgabe, weiterzugehen in die richtige Richtung, egal ob dir Steine in den Weg gelegt werden. Und damit du das kannst,